So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen SMW-Hack, den ich jetzt eigentlich gar nicht eingeplant hatte, aber der kam jetzt raus auf SMW Central und da wir Hack 2 schon gespielt haben, glaube ich zumindest, ich meine mich da an irgendwas zu erinnern. Ja, hier, gucke mal, da ist er, Hack 2. Wir haben das definitiv gespielt, sonst hätte ich das nicht. Es kam jetzt Hack 3 raus und Hack 2 war schon so eine Art Gimmick-Feuerwerk, nenne ich es mal. Also es ist jetzt kein, ich glaube, es ist kein sehr langer Hack. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die, oh, ich warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier. Sekunde. Da war eine Readme dabei. Vielleicht sollte ich die erstmal schnell lesen. Die seht ihr jetzt kurz nicht, aber wir starten gleich. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn die auf der Aufnahme lese. Hackdreiser ROM, bla bla bla. Controls. Ja, Mensch, das weiß ich selbst. Known Issues. Aha. Na gut, das spoile ich mich jetzt. Vielleicht. Ja, vielleicht lese ich mir das durch, wenn ich Probleme habe, eher. Okay, das sind dann Credits hier. Gut, das ist nicht weiter wichtig gewesen, hoffe ich. Wahrscheinlich war jetzt da irgend so was ganz Wichtiges drin und ich habe es übersehen. Egal. Ja, jedenfalls, den haue ich kurz zwischendrin rein. Eigentlich wollte ich an der Stelle jetzt was anderes haben, aber das kann auch noch ein paar Tage warten. Das ist völlig okay. Wir starten mal mit Hack 3. Und ich bin gespannt, was kommt. Ist schon mal ziemlich laut. Jetzt ist die Frage, bin ich zu laut oder ist es einfach nur gerade ein sehr lautes Lied? Ja, ich bin eindeutig zu laut. What the fuck? Ich glaube, ich hatte das immer auf 17 oder so, ne? Schon besser. Okay, ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Vielleicht ist es nicht die schlauste Idee, jetzt aufzunehmen, aber ich bin neugierig auf den Hack. Deswegen gucken wir mal rein. Welcome to our tropical wonderland, Lumadice. We have some fun stuff in store for you. Na dann. Gucken wir mal. Oh, safe. Ein Save Point, sehr schön. Info. Plonk, plonk, plonk. So. Aufnehmen tue ich wieder mit OBS. Ich glaube, das habe ich jetzt bei SMW. Ja, sehr gut. Ich glaube, das habe ich jetzt bei SMW so gemacht. Was? Ach, wow. Ich kann mit den Sternen reden. Okay, ja, das muss man mir doch auch mal. Oh mein Gott. Ich habe das gar nicht gesehen, dass der sich bewegt. Das ist ja knuffig. Der ist lila. Aha. Ach, das sollen Lumas darstellen. Okay. Das sind irgendwie Mini-Kirbys eher, aber gut. So, das sind sternförmige Kirbys irgendwie. Lumadice das features 9 Levels. Okay, ja, sie ist ja nicht sehr lang. Message box will appear explaining a unique obstacle. Okay, na das kriegen wir doch hin. Unlimited lives. Get all 9 goals and you will be able to tour the incredible Lumadice Space Center. Okay. Each level has 3 hidden green stars. 3, 3. Ach, 3 halt. Okay, wir müssen die also finden, die grünen Sterne. Aha. Ja, und wahrscheinlich gehen wir dann zu dem hier und dann können wir hier in die Röhre. Ich verstehe. Entschuldigung. Ich wollte nicht gähnen. Und ich kann direkt alles belaufen. Okay, na dann. Awesome Sauce. Wann werde ich unsicher? Fällt das runter? Ach so. Oh, cool. Ups. Du.
Fuck. Das war nicht so gut. Ich will mal lieber groß bleiben. Weil ich weiß ja nicht so recht. Ja, und ich spiele natürlich mit Safe States. Ja, ich wollte gerade sagen, ich probiere es mal aus, ob ich darüber komme. Und in der Tat, da ist nämlich der erste grüne Stern. Das habe ich mir fast gedacht. Ups. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich mit Safe States spiele fürs Let's Play. Es wäre bisher nicht nötig. Es wäre bisher kein Muss gewesen. Ah, das ist sowas jetzt, okay. Dann kann ich mich jetzt so orientieren. Oh Gott. Okay, ach cool. Okay, jetzt kommt der Spaß. Stehe ich ziemlich mittig? Sollte hinhauen. Jupp. Oh, fuck. Okay, dann darf ich da nicht so. Oh je. Gut, dann sage ich mal Tschüss, Blume. Obwohl ich sollte. Ja, passend stehen. Das war doof. Entschuldigung. Ich habe nicht nachgedacht. Mittig, okay. Da ducke ich mich jetzt einfach mal eine Weile. Das sollte passen. Jupp. Also bisher wäre Safe Setless spielbar. Muss man ganz ehrlich sagen. Kann ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Nee. Musste ich austesten. Kann ja sein. Hier kann ich nämlich rein. Tatsächlich. Wow. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist hier der Stern oder woanders? Ah, wieso fällt das denn jetzt schon runter? Ah, Tatsache. Und hier wäre ich dann irgendwo eigentlich rausge. Moment! Ich habe nur zwei Sterne. Sind in jedem drei, hieß es, ne? Hast du über die Sterne geredet? Nein. Drei. Fuck. Wo ist denn der dritte? Ach, ja, Bullshit. Wollte ich nicht, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Taucht er vielleicht auf, wenn ich hier unsichtbar werde? Das Problem ist natürlich auch, ich weiß nicht, an welcher Stelle er. Wo könnte ich den verpasst haben? Vielleicht mit irgendeinem Swamp nach oben. Ich probiere es mal mit ihm hier. Wobei, sollte das hier nicht. Tatsache. Kann ich jetzt raus und habe alle drei? Okay. Sehr schön. Bodacious. Gib mir Gimmick. Wo ist der Ground? Ach, hier ist der Ground. Ich darf nicht zu lange den Ground berühren, ja? Aha. Aha, okay. Die rennen auch, die rennen auch. Das heißt, ich muss viel springen, weil es ist alles viel zu warm hier. Das ist natürlich dann nur doof, wenn ich in die Röhren versuche reinzugehen, aber okay. Und hier dürfte es jetzt aber nicht. Hier ist es auch hot, das ist nicht gut. Vor allem, wenn ich die Röhren austesten will, ist das nicht gut. Das ist gemein. Wow. Dann will ich die Röhren nicht ausprobieren. Die Röhren können mich mal. So. Okay.
Hätte ich als Zeichen sehen können, dass man dann die Röhren einfach nicht ausprobieren will. Okay. Ja, da darf ich natürlich nicht springen dann wieder. Also ordentlich timen und los. Los, los, los. Ja. Nehmen wir das mal so hin. Ja, okay, das. Dann muss ich trotzdem langsam machen. Einfach durchrennen ist leider nicht. Ha! Direkt nach dem Pilz war dann eine Röhre doch mal brauchbar. Oh, 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 oh. Oh, gemein. Okay, den hebe ich mir mal auf. Ja, das geht aber, da hätte es überhaupt keinen Pilz gebraucht. Da hätte es überhaupt keinen Pilz gebraucht, das ist okay. Plopp. Ah, und jetzt zählt das da oben dazu. Das ist nicht für, das zählt nicht pro Level, sondern das zählt jetzt wirklich dazu. Aha. Oh, gucke mal. So. Okay, ups. Okay, das war jetzt nicht so gut. Die Röhre da in der Mitte ist verdächtig. Aber nur, weil sie eine andere Farbe hat, okay. Da war aber nichts. Können die auf mich drauf? Die können auf mich drauf. Gut, das war alles, was ich wissen wollte. Jihihi. Okay, okay, wir springen hier ein bisschen rum. Das ist ja der Sinn des Levels. Ich habe das nicht gesehen. Das ist ja der Sinn des Levels. Dass man hier so ein bisschen, eben weil es warm ist und heiß ist, finde ich ganz lustig eigentlich. Finde ich gerade ganz okay. So. Komme ich da jetzt? Okay, ja gut, der Pilz war wieder unnötig. Aber es ist natürlich, ist natürlich gut, wenn sie... Ich meine, ich spiele mit Safe States, also ich sollte nicht sagen, dass irgendwas unnötig ist, weil mit Safe States ist der wahrscheinlich schon sehr nötig. Dann will man den lieber haben. Okay. Nein, das war nicht so gut. Also das ist ohne Safe... Nein! Okay, Idee. Vielleicht... Ja, ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. Gut. Huhu. Puh, das waren dann die drei Sternchen. Legit. Oder Legi 7. Ich denke legit. Avoid the coins. Ah, ich darf nicht 10 Münzen einsammeln. Nur das kriegen wir doch hin. Wait. Zählt das auch als einsammeln? Oh, so viel zu, wir kriegen das hin. Stop! Asshole. Ja, schmeiß Münzen. Ist in Ordnung. Ha. Okay. Ja, das war easy. Das war easy. Dich nehme ich mit. Nummer 1, grünes Stern. Oh, ich kann dich ja eh nicht mitnehmen. Na gut. Ja, nee. Nee, ist okay. Ah. Please no coins for me. Okay. Nein, 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 nein. Das fangen wir gar nicht erst an, Kollege. Ah, die Idee ist cool. Das ist schon wieder... Ach, ich... Es tut mir leid, ich save-state zu oft. Ich merke es ja selber. Es tut mir leid, das ist so in mir drin. Das kriege ich jetzt auch nicht raus, glaube ich. Ich habe da so eine Ahnung gerade. Ich setze mal einen Save-State. Nein? Ist hier nicht irgendwas aufgetaucht jetzt, spontan? Nein, na gut. Hätte sein können, dass du irgendwie so sterntechnisch oder so. Ich will jetzt halt keine Sterne. Ha! Okay, den nehme ich mit, den ich da eingesammelt habe. Das ist okay. So lange sind die Level bisher nicht. Wait! Dafür darf ich gar keine eingesammelt haben. Fuck. Na gut. Und dann fehlt sowieso noch einer. Mal wieder. Okay. Okay, wo ist der, der mir fehlt? Moment, dann darf ich nicht mal die einsammeln, ja?
Also den habe ich doch jetzt. Und das sind doch keine zwei, oder? Das wäre ziemlich mies. Nee. Okay. Und ich komme auch direkt hier raus. Also kann da auch kein anderer sein. Dann vielleicht doch mal hier zurücklaufen. Nee. Kann man eigentlich hier rumglitschen? Oder ist das disabled? Irgendwie? Nee, kann man. Okay. Nur für später, falls man das mal brauchen sollte. Eigentlich brauche ich mich auch nicht so hetzen. Ich wüsste jetzt halt nur nicht. Ich wüsste halt gerne. Oh oh. Okay. Nein. Wo der dritte Stern, also der zweite Stern im Prinzip dann ist. Du nicht. Habe ich die Röhren hier? Die habe ich schon ausprobiert, ne? Ja. Hm. Nein. Hm. Lauf mal weg da, Kleiner. Das Problem ist, wir sind jetzt halt schon wieder am Ende. Ja. Ja, scheiße war's. Der dritte fehlt. Jetzt ist die Frage, merke ich mir den und suche den später oder suche ich den jetzt? Vielleicht irgendwo nach oben. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind irgendwelche versteckten Blöcke irgendwo. Oder mit der Shell irgendwas? Das scrollt aber auch nicht mal. Weder mit einem P-Switch. Und das war ja so meine erste Idee, dass es irgendwas mit einem P-Switch ist, aber... Oh, wait. Nein. Ja gut, das... Das hätte ja und so. Nehme ich die Shell mal mit. Vielleicht kann ich irgendwo einen Shell-Jump machen oder sowas. Vielleicht am Ende einen Shell-Jump? Keine Ahnung. Mal ein paar Sachen ausprobieren. Ach, warte. Da oben scheint nichts zu sein. Hier vielleicht. Ah! Okay. Okay. Okay, das war cool. Gut, Smashing. Machen wir das noch. Careful if you defeat an enemy, Mario will also meet his demise. Gut, wir dürfen keine Gegner besiegen. Okay. Dann besiegen wir keine Gegner. Wie soll ich dann da hochkommen? Achso, den kann ich ja... Den besiege ich ja nicht, sondern... Den stomp ich ja nur. Achso! Ja, das ist da... Ich habe das Viech da oben irgendwie nicht... Nicht als Gegner. Ach! Okay, geh mal darüber. Dann habe ich da meine Ruhe. Dann warten wir hier kurz und dann...
Hol ich mir das Springboard. Ich hab's verstanden. So. Und dann ist doch bestimmt hier drüben schon mal der erste Stern. Nein? Na gut. Von mir aus. Die Sterne sind interessant versteckt. No, ich wollte dich nicht killen. So. Ja, okay. Wie mache ich das denn jetzt? Ach so. Natürlich. Ah. Nummer 1 hoffentlich. Gut, jetzt keine Gegner berühren, aber ich muss den Stern halt nehmen. Die Ideen sind halt schon cool in diesen Hack-Nummer-Dingern. Da hätte ich hochge... Fuck. Dann jonglieren wir Charlie hier ein bisschen hin und her. Na. Danke. Ein Stern fehlt noch. Und die haben halt echt eine moderate... Wait! Ach so! Ah, okay. Ja, ich verstehe, was passiert ist. Die haben halt echt eine moderate Level, die Länge. Ja, ne? Die Level haben halt echt eine moderate Länge. Das ist völlig okay. Oh, das ist jetzt auch interessant. Ja. Na bitte, geht doch. Aha. Ich hab doch gedacht, dass es gut ist, eine Shell mitzunehmen. Ja, die Level haben echt eine moderate Länge, finde ich. Das ist voll okay. Ich könnte man wirklich ohne Safe State spielen. Ich mach's aber halt nicht, weil ich bin. Gut, und wir haben alle 3 Sterne. Hervorragend. Damit haben wir 4 Level von 9. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.